Hey, hallo. Ich wollte euch noch schöne Weihnachten wünschen. Ihr seht ja, da hinten steht mein Bursche schon. Die Geschenke sind gerade eingetütet. Es ist jetzt ja, knapp vor Mitternacht. Das heißt, ein paar Stunden werde ich noch Ruhe haben, bevor die Kinder ihre Geschenke entdecken und Krawall schlagen. Ich möchte euch auch noch frohe Weihnachten wünschen. Genießt das Fest so gut es geht. Trefft euch mit Freunden. Mache ich auch. Das nächste Video wird dann erst am 27. kommen. Die paar Tage nehme ich mir frei. Wie gesagt, das ist das Fest der Freunde, der Familie und das möchte ich auch so halten und mich im Kreise meiner Lieben bewegen und ein paar gute Gespräche führen. Mein morgiger Tag wird so ablaufen, beziehungsweise der Weihnachtstag, dass wir uns am Abend einfinden bei meinen Eltern. Dort werden die Kinder die nächste Packung an Geschenken kriegen. Von mir persönlich ausgewählt. Ich kaufe die immer und meine Eltern geben sie dann aus. Dann, wenn die Bescherung dort vorbei ist, werden meine Eltern wahrscheinlich zu meiner Schwester fahren. Wir ziehen uns dann zurück. Ich hole meinen besten Freund und Arbeitskollegen. Der hat auch noch was für die Kinder. Er ist ja auch Taufpate meines Sohnes Christopher. Und ja, das wird dann der entspannte Teil des Abends. Ein paar nette Gespräche. Wir werden uns irgendwelche DVDs oder sonst irgendwas reinziehen, schönen Männerabend haben. Meine Frau macht diesmal nicht mit, die darf am 25. Dezember schon um 6 Uhr zur Arbeit antreten. Gutes losgezogen. Naja, ich sage euch dann schon mal Tschüss und bis zum 27. Und falls wir uns dann noch nicht mehr sehen sollten, dann auch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht es gut und macht es besser. Tschüss, bis dann, ciao.